Das soll ja so machen, so. Nein, Kopf hoch jetzt, Konzentration. Das Radio Brocken Wohnzimmer Workout. Yeah, ich grüße euch. Team Sachsen-Anhalt, Team AOK, Team Radio Brocken. Jawohl. Team Friedrich, Team Frank. Wir sind zurück nach diesem unglaublichen Osterfest. Oh Leute, ich sage euch, ich habe mir schon am Donnerstagabend, habe ich mir in meinen Status den Dude, ein Foto von dem Dude runtergeladen, in seiner legeren Big Lebowski-Kleidung und habe gesagt, diese Ostern kommt kein Besuch außer meine Familie. Friedrich, mein Sohn ist da, meine Frau ist zu Hause. Und man kann das ganze Wochenende von Donnerstagabend bis Montag 16.30 Uhr in diesen wunderbar legeren Klamotten abhängen. Bademantel, Boxershorts, ja, die Damen dürfen ihren Kimono oder ihren Morgenmantel tragen oder so eine ganz leichte Haushose. Ja, weil es sind Ostern, wo man maximal vielleicht skypt, ja, und da könnte man sich zur Not mal schnell eine Bluse umhängen. Aber das waren super Ostern, ja. Und weil wir den ganzen Tag oder die ganzen Tage so rumgeschlurft sind, ja, außer ihr habt vielleicht unsere Videos bei YouTube nochmal durchgeturnt, ja, geht es heute wieder weiter. Neue Woche, so ein ganz leichtes Licht am Horizont ist schon da. Viele glauben ja, es vielleicht übernächste oder nächste Woche schon wieder vielleicht losgeht. Wir starten heute, ja. Wir haben, auch wenn es nur noch ein paar Stunden Ostern sind, ja, Osterdeko, wir haben Radio Brocken dabei, wir haben die AOK dabei, wir haben Training für dich dabei, wir haben meinen Sohn dabei, der ist der Botschafter aller Schüler unseres Bundeslandes, ich bin ein Kundschafter der Bewegung und wir beide haben unsere Saunamatte André und Dorian am Start, die uns beide betreut haben, vorher noch Nackenmassage gemacht haben. André hat mir die Waden massiert, natürlich mit Mundschutz natürlich und vorher Desinfektionsmittel. Also Friedrich und ich, wir sind aufgewärmt, wir sind fit, wir haben euch begrüßt, Arme hoch, Fahne gewedelt. Los jetzt. Ganz kaum abwarten. Okay, wir legen los. Ich packe noch meine Fanfahne weg, die es übrigens noch zu gewinnen gibt. Ja. Wir verlosen zwischen allen, die etwas kommentieren und unseren Video liken oder weiterleiten, verlosen wir AOK-Set, Radio Brocken Handtuch. So, ein bisschen Platz machen zu Hause. Ja, nutzt die Zeit, während wir hier rumalbern. Sessel beiseite, Wohnzimmertisch beiseite. Dass ihr nichts umstoßt. Ja, es hat die Osterdeko die ganze Zeit gehalten. Aber heute sollte sie eben noch mal halten. So, schnell die Nase putzen. Es geht gleich los, bleibe locker. Okay, alle bereit? Es liegen 3 oder fast 4 Tage Ruhe, Schlemmen, Spaziergänge, leichte Isolation, aber ein Hoffnungsschimmer. Und damit ihr alle fit seid, wenn wir rauskommen, wir stecken heute unsere 4. Kerze auf die Torte. Unsere 4. Trainingseinheit am Ostermontag. Wir atmen ein und ab geht's. Die Hände fallen runter, Kinn auf die Brust, die Schultern gehen weit vor und wir ziehen die Schultern zurück. Wieder nach vorne ziehen und zurück. Nach vorne ziehen und zurück. Noch 2 Mal nach vorne und zurück. Nach vorne, hinten bleiben, die Arme gehen lang nach oben. Und wir strecken uns mal schön nach oben. Ja, achte darauf, dass der Ellenbogen schön runter geht und hier ins Schaukeln kommt. Ja? Wir sind alles kleine Profi-Basketballer. Ganz lang. Alle stehen unterm Korb. Streckt euch nach oben. Ja? Wir haben heute zumindest, ich hatte euch ja letzte Woche gebeten, euch ein paar Hohlkörper bereitzulegen. Nehmt von den Hohlkörpern, die ihr bereitgelegt habt oder die ihr übrig gelassen habt, am besten einen Hasen beiseite, weil wir machen 2 Übungen, wo wir den Osterhasen nochmal so eine kleine Ehrerbietung da bringen und mit ihm zusammen trainieren und dann aufessen. So, vorletzter, letzter und locker. Arme gehen zur Seite raus, eine Hand nach vorn, eine nach hinten und wir rotieren. Ganz leicht rotieren, schön drehen, like an Egyptian mäßig. Der Körper rotiert. Nicht gleich der ganze Körper, Schulter, Schlüsselbeinbereich. Schön Bewegung reinbringen. Schön eindrehen. 4, 3, 2, 1, locker und fallen lassen. So, wir nehmen die Hände an den Kopf. Gehen wir so ganz leicht in die Kniebeuge, also eine ganz leichte Beugung. Ziehen wir den Bauch ein und rotieren wir so ganz leicht nach links und rechts. Aber erstmal sachte anfangen, nicht gleich reißen. Ja, vorsichtig. So eine leichte Oberkörper, also die schrägen Muskeln am Bauch und am Rücken so langsam eine kleine Erweckung bekommen und sagen, hallo. Was ist denn hier los? Die ganze Oster-Netflix, Amazon Prime, wie sie alle heißen, schön geguckt. Und jetzt auf einmal hier, Action. Genau,
heißt dann die Antwort, genau, mein lieber Körper, jetzt ist Action. Vorletzter, letzter und Stopp. So, einen kleinen Schritt nach vorne. Ja, achtet darauf, dass ihr euch nirgendwo anstoßt. Wir haben ein bisschen mehr Platz als ihr, dass ihr immer so ein bisschen euch die Fingerspitzen anschlagt. Und wir legen mal locker los. Ganz leicht die Arme hochschwingen auf Stirnhöhe. Ich habe letztens Zombieland gesehen. Und in Zombieland, das ist dieser Film mit Woody Harrelson und Bill Murray, spielt auch eine Rolle. Da stellt dieser junge Protagonist immer irgendwelche Regeln auf, die das Überleben in der zombieverseuchten Welt darstellen. Und Regel Nummer 3, wir wechseln kurz das Bein. Regel Nummer 3 war Cardio, also Ausdauer. Ja? Warum? Weil die Zombies so holprig laufen, ist Ausdauer ganz, ganz wichtig für alle, die in Zombieland überleben wollen. Regel Nummer 2 war übrigens immer angurten. Zombies gurten sich nie an, kann man der Not, wenn ein Zombie auf dem Beifahrersitz saß, mit einer Vollbremse ihn durch die Frontscheibe durchjagen. Und locker. So, ein bisschen breiter stehen. Ein Arm ist am Ohr, einer hängt vor dem Becken und wir gehen mal ganz locker, immer im Wechsel, neben das Ohr und vor den Körper. Dabei gehen wir immer so ganz leicht federnd in die Oberschenkelinnenseiten und ziehen hoch. Jawohl, schön nach oben ziehen. Das Kinn ist oben. 3, 2, 1 und locker. So, wir schwingen, wir stehen auf links, schwingen das rechte Bein, so ein bisschen ein, dass wir einen Balancepunkt finden. Dabei gehen die Arme aktiv mit und wir ziehen das rechte Bein hoch. Ab geht's. 2, 3, 5 sind weg. 6., 7., 8, vorletzter und 10 sind weg. Kurz verschnaufen, aufrecht stehen, linkes Bein schwingt locker ein und beim nächsten geht's hoch. Ab geht's. Hochziehen, hochziehen, hoch, hoch. Vierte Trainingseinheit. Ihr könnt es jederzeit sammeln, ihr könnt sie am Tag zweimal machen. Ja, und umso mehr davon bei YouTube, Radio Brocken stehen, könnt ihr auch immer wieder euch eine kleine Trainingswoche zusammenbauen. Ja, wenn wir alle wieder raus dürfen, könnt ihr sie auch draußen mal nachturnen an der Sonne und locker. Okay, Flaschen nehmen oder für die ganz fortgeschrittenen schon die Hanteln. Wir legen los, erster Block. Ich trinke noch einen Schluck. Den Hohlkörper bitte noch beiseite lassen, brauchen wir noch nicht gleich. Oh, Friedrich ist an, Junge, da brennt. Muss ich mich beeilen? Nein. So, Team Fati, Team Sohn, wir machen euch frisch. So, wir fangen mal locker an. Wir gehen mal ganz leicht in die Hocke. Ich mache es noch kurz von der Seite vor. Rückenspannung und die Arme gehen immer schön nach hinten. Ja? Versucht schön gerade zu bleiben. Und die Bauchmuskulatur wird angespannt. Wenn die Arme aufgehen, Bauch rein, nach vorne könnt ihr ein bisschen locker lassen. So, bereit? Wir gehen nach vorne, gehen ganz leicht in die Oberschenkelspannung und wir ziehen uns auf. Wir starten erstmal ganz ruhig. 3, 4, 5. Die Herausforderung ist, dass die Arme euch nicht immer sukzessive nach unten abwandern, dass sie schön oben bleiben. Das heißt, wenn sie vor eurem Gesicht auftauchen, passt alles. Ziehen. Schön nach hinten. 11, 12, 13. Mein Team macht 15 und zwar jetzt und Friedrichs macht 20. 7, yes. 8, yes. 9, du darfst atmen. 20, ey. Frecher Hund. Ausfallschritt. Jetzt gehen wir runter und die Arme gehen nach vorn. Ja, schön nach oben. Achtung, wir gehen runter und die Arme gehen hoch. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, nicht nach vorne kippen, nicht nach vorne kippen, schön über den Füßen bleiben, ja, die Schulter bleibt über dem Becken, 14 und beide Teams hören auf, wir wechseln rüber, kurz atmen und wieder 15 mit dem Fronthebern, wir legen los, 2 sind weg, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ersten zwei Übungen im ersten Block geschafft. So, wir gehen wieder ganz leicht runter. Die Arme sind vorm Körper.
Bauchdecke ist angespannt, das Kinn ist oben und wir ziehen nach hinten weg. Nach hinten, ja, als würdet ihr hinter euch mit einem Handrücken jemanden vor die Nase stupsen wollen, ja. Nicht nach oben zur Seite, sondern nach hinten weg. So, 10, 11, 12, 13, 14, mein Team geht raus, 16, 17, 18, 19, ey Friedrich, 20, Mann, ich sage euch, wenn das noch länger geht mit dieser Schulsperrung, dann wird es echt kritisch. Ja. Ich habe auch den Verdacht, dass es mittlerweile einigen Eltern so langsam dämmert, dass nicht nur immer die Lehrer schuld sind. Ja, es könnte auch eventuell das eigene Kind sein, jetzt wenn man so den ganzen Tag es selbst erlebt. Ja. Nein. Die Legende sagt, die Lehrer sind schuld. Aber jetzt kommt langsam so eine kleine Dämmerung und sagen, vielleicht ist mein Sohn und meine Tochter vielleicht doch ein bisschen gehandicapt. Achtung, wir gehen runter und wir legen los. Bist du dabei? Ja. Aufgewacht. Ach, wir schlafen bis um 16 Uhr. Hochziehen, jawohl. Hochziehen. Lang. Lang. Beide Teams machen 15 Squats mit Frontheben. 12, 13, 14, 15. Kurz ausschütteln. Linkes Bein geht vor, die Körper gehen runter. Arme hängen, wir legen los. Erster Squat. Nein, kein Squat, ein Lunge, ein Ausfallschritt. 4, 5, jawohl. 6. 7, 8, 9, noch 5. Wie war die Regel Nummer 3 im Turnbilent? Ausdauer, also bleibt dran. 14, 15. Angurten. Also nicht nur im Turnbilent, auch in der Realität. Angurten ist ganz wichtig. Oh, habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube, ach, nee, zweimal schießen oder zweimal. Also bei Zombies sollte man einen Zombie immer zweimal irgendwie mit irgendwas tot machen. Weil Zombies. Eine Regel war noch immer schießen. Aber zweimal schießen eben. Aber gut, wir wollen jetzt keine Movie-Show machen. Ab geht's. Dritte Runde im ersten Block. So, bereit? Leicht in die Hocke gehen. Bauch ist drin, Arme sind vor uns und wir ziehen nach hinten weg. Schön nach hinten, jawohl. 3, 4, 5. Am Ende gab es, glaube ich, 41 Regeln oder so. Hab dann auch meinen Überblick verloren. Ich fand die ersten drei recht wichtig. Achso, und kein Held sein. War auch einer, fällt mir gerade ein. Don't be a hero. So, ich gehe raus. Friedrich macht die 20 voll. 8, 9, 20. Und wir gehen gleich durch. Komm, kleiner Stoß. Bein nach vorne. Arme nach hinten. Und Frontheben. 1. 5. 6. 7. 8. 9. Nochmal 5. 11. 12. 13. Vorletzter. Wechseln. Arme hinter und wir starten. Letzte Übung im ersten Block. 2. 4. 6. 8. 10. 12, 13, 14, 15. Sehr gut. Sind wir warm soweit? Schluck trinken, Hohlkörper rausholen, den Hohlkörper so vor euch platzieren, dass ihr auf den Hohlkörper zuschreiten könnt. Ja, das ist unsere erste Übung. Und zum Thema Hohlkörper will ich nur sagen, auch ich habe genascht. Friedrich hat gesagt, man nennt ihr nascht, gefühlt. Ja. Natürlich völlig gelogen. Schleppe tonnenweise das Zeug aus seinem Zimmer. Ich weiß gar nicht, wo dieser Süßwaren-Dealer wohnt. Wahrscheinlich irgendein verdächtiger Discounter bei uns im Wohnbezirk. Hin wie her, meine Schwäche sind Gummitiere aller Art und ab und zu mal ein Marzipanbrot. Aber, und das habe ich euch auch gesagt, wenig Alkohol trinken, immer mal, dann aber mal richtig einen raushauen und dann wieder mal ein bisschen länger Pause machen. Und so ist bei mir Süßigkeiten auch. Lange Zeit keine, dann haue ich mir mal was rein und dann ist wieder viel Schluss. Komm, holen wir die zwei Hasen vom Nachbarn. Also, unser echter Nachbar, der hat auch zwei Kaninchen. Genau blicke ich nicht durch. Ombi gehört zwei Töchtern aus der Nachbarschaft. Die haben wir natürlich nicht umgebracht. Ja. Wir haben uns nur die Keramikversion ausgeliehen. Moment, Team Friedrich hat den schweren Hasen. Wir tauschen bitte. Ihr könnt natürlich euren Hohlkörper nehmen. Wir nehmen den Hasen. So, der Hase, wir machen den Ausfallschritt. Den stellt ihr bitte vor euch hin. Ja, guck. Zum Glück habe ich den großen. Jetzt gehen die Arme, gehen wir ein bisschen kleines Stück rüber.
Ich gehe mal noch ein Stück rüber. Also, das Ziel ist, aus dem aufgerichteten Ausfallschritt die Arme nach oben, nach unten gehen und auf den Hasen zugreifen und wieder hoch. Und Richtung Hasen zugreifen. Immer nach unten, als würdet ihr euren Hohlkörper einfach anfassen. Okay, Arme gehen hoch. Und wir starten. 12 Stück. Erster Griff. 1. Wieder hoch. 2. Der Zug ist zum Hasen. 3. 4. Achtet auf eine ganz große Schrittlänge. Ihr dürft nicht kurz stehen, sonst kommt ihr nie beim Hasen an. Ja? Ich komme auch nicht an, aber ich will dorthin ziehen. Das ist wichtig. 8. 9. Tief runter. Tief. 10. 11. 12. Noch 2. 13 und 14 ist Schluss. Oh, Physik 1. Ich werde es deinem Lehrer melden. So, Arme sind oben, wieder weit nach vorne und tief runter. Langer Schritt. Achte darauf, dass beide Füße nach vorne zeigen. Ja? Zehenspitzen nach vorne. Macht euch lang. Nach vorne greifen. 8, 9, 10, 11, 12, 13 und wir sind raus. Kurz durchatmen. Ja, ist ein Tick intensiver, als wir eben gemacht haben mit diesem leichten, geraden Lunges. Wir bleiben dabei, mal ein bisschen in Wallung kommen. Achtung, rechtes Bein geht vor. Die Schrittlänge ist groß. Beide Zehenspitzen zeigen nach vorn. Die Arme sind oben. Und Angriff Hase, ab geht's. 1, 2, 3, 4, weit runter. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und locker. So, ich tausche mal ganz kurz meinen Hasen aus. Aha, nickt. Motiviert dich mehr. Kann ich nachher aufessen als Belohnung. Ja, wir älteren Herren, wir mögen es nachher gerne mal süß. Achtung, ab geht's. 2. Tasse Kaffee und Nullkörper, idealer Osterausklang. 7, 8, 9, 10 sind weg. 11, 12, 13 und locker. Atmen. Ja, wer will, geht man ein kleines Stück einfach. Es reicht, wenn ihr nach vorne und nach hinten geht. Ja, 3-4 Schritte machen. Nur mal aus dieser statischen Position rauskommen. So, eine Runde haben wir noch. Alles gut. Brust raus, du stehst krumm. Ja, besser, sehr gut. Komm, rechten Fuß vor. Wieder ganz lang stehen. Fußspitzen nach vorn. Hier hinten nicht eindrehen, irgendwas. Arme gehen hoch. Und wir greifen nach dem Hasen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich will den Hasen. 11. Ja. 13, 14. Also essen darf ich nur, wer heute schön trainiert hat und wer es zu Ostern nicht übertrieben hat, weil sonst irgendwann echt einfach die Kalorien voll. So, letzte Runde, letztes Mal. Wir gehen runter. 1 von 14. 2, 3. Lass die Arme nach vorne ziehen. Ja, wirklich Zug aufbauen. Zieht nach der Figur. 11, 12, 13 und wir sind durch. So, Hasen machen Pause. Brauchen wir ja nochmal für eine Bauchmuskelübung. So, meinen tue ich wieder zurück ins Versteck. Huschel, 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 wieder weg. So, Handtücher nehmen. Kann ich ein Handtuch kriegen, Friedrich? Oh. So, einen kleinen Schluck trinke ich noch. So, diese lustigen Texte, die ihr unten seht, die immer eingeblendet sind, die nennen sich Bauchbinden-Texte. Ja? Also schlag mich tot, es muss irgendwas Geheimnisvolles hier in der Funk- und Medienbranche sein. Frank M. Glaubt nicht alles. Ja? Die einen sagen so und die anderen haben Unrecht. Ja? Ich weiß nicht, wer es verzapft. Ich habe so Dorian ein bisschen im Verdacht. Ja? Ihr seht ihn nicht, aber er ist natürlich ein ganz harter Kerl, der uns hier ordentlich vor die Kamera zwingt. Aber seine Kollegen aus dem Funker sagen, Dorian, kleiner Job. Also Bauchbinden-Texte machen sich bei Kollegen sehr beliebt, offensichtlich. Denkst du dir die aus, Dorian? Ah, du bist ein fieser Hund, sehr gut. Also, Dorian ist
ein Top-Texteschreiber, ja? Das ist Team. Mitunter gucken welche Videos, wo es wegen der lustigen Texte. Ja. Die machen gar nicht für die Google-Texte. Kann auch sein. Achtung, Achtung, bereit? Wir gehen ins Rudern, ja? Wir stellen uns da bitte seitlich wieder, Friedrich, genau, wie letzte Woche. Arme hängt nach vorne, nee, nicht nach vorne, Corona-mäßig, das ist mir zu nah. Naja, muss man schon wieder, sonst ist ja noch nicht vorbei. Friedrich, so, wir hängen nach unten, Oberschenkel, Po, Rücken ist fest, auf die letzte Rippe. Warte, Friedrich, geht los. Team Fatih, also Team Frank, 15, Team Friedrich, 20. Achtung, wir legen los. 1, 2, 3, die Ellenbogen wollen hinterm Rücken sich berühren. Das ist die Zugrichtung. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ich steige aus. 18, 19, durch. War einer mehr? Und mit 21 war noch nicht schlimm. Ja. Wahnsinn, sehr gut. So, die Arme gehen lang über den Kopf. Ich mache es wieder ganz kurz vor. Jetzt geht es nur darum, in der Hüfte einzukippen, ja? Um den Rückenstrecker zu benutzen. Das heißt, wir gehen ganz leicht in die Hocke und jetzt kippen wir nur nach vorne ein. Mehr ist es nicht. Und kommen wieder hoch. Einkippen, achte darauf, dass der Po nach hinten geht und die Hüfte einkappt. Ja, hier ist das Rädchen, an dem gedreht wird. Ratschel, 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 ratschel. Also keine Kniebeuge machen, in der Hüfte beugen. Das ist wichtig. Bereit, Arme gehen hoch und wir klappen ein. 1 und kommen wieder hoch. 2, 3, Team Fatih macht 10, Team Friedrich macht 14. 5, 6, 7, 8, 9 und noch 4 bei Friedrich. 12, 13, 14. Perfekt. Nicht unterbrechen, die Leute, die wollen noch mit trainieren. Ersten zwei Übungen weg vom zweiten Block. So, Arme hängen runter, Knie beugen, wir kippen über den Boden, die Hände hängen runter und wir rudern los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kniebeugen, 7, 8, 9, 10, noch 5 in meinem Team, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, yes, rumdrehen, Arme gehen hoch, und jetzt nur das Kreuz heben, das heißt wir kippen ein und wir klappen in der Hüfte ein, 1, 2, 3, ziehen, 4, ziehen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich gehe raus, 11, 12 in Friedrichs Team, 13 im Team Friedrich und durch. Kurz verschnaufen, viel Luft tanken. Ja. Ihr merkt, umso mehr Muskeln bei den Übungen beteiligt sind, umso mehr muss man atmen. Ja. Das ist, hängt damit zusammen, kleiner Muskel braucht wenig Sauerstoff, mal ganz einfach ausgedrückt. Viele Muskeln oder ein großer Muskel wie der Oberschenkel braucht mehr Sauerstoff. Deswegen sind beide Kniebeuge gemacht, schreit der Körper, versorge mich mit Luft. Ja? Und hier bei beiden Übungen sind viele Muskeln beteiligt, deswegen sind wir hier auch so doll aus der Puste. So, für alle Sportstudenten, ihr müsst nicht klug scheißen, ich habe es vereinfacht. Gut gemeint. So, Achtung, wir gehen runter. Letztes Mal rudern. Friedrich, du fehlst. Ja, Entschuldigung. Ein Sportgerät, aber nicht ganz einfach. Sehr gut. Und ab geht's. 15 bei mir, 20 bei Friedrich. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9, 20. Einmal atmen. Arme gehen hoch. Und wir gehen ins Kreuzheben. Und runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mein Team steigt jetzt aus. 12, 13, 14 und durch. Habt ihr eigentlich Fenster offen beim schönen Wetter? Ja? Also vergesst das Fenster nicht, weil idealer kann man es sich nicht machen. Ja? Und da ihr ja nur nicht so laut stellt, also nicht gleich das ganze Viertel mitbescheid mit unseren Kommentaren, ist es völlig okay. Ja, ich trinke schnell einen Schluck. Ihr rollt schon mal die Matten aus. Musst du was trinken, Friedrich? Kleinen Schluck. Matte ausrollen, Hohlkörper holen bitte.
So, ich nehme mir den süßen Kleinen aus dem Versteck. So, wieder so ein kleines V bilden, Fried, dass man uns gut sieht. Rutsch mal mit dem Oberkörper genau darüber. Sehr ja. So. Wir machen es mal, ich fange mal langsam an. Also Ziel ist, den Hohlkörper zwischen die Füße zu klemmen. Die Beine gehen nach oben. Und jetzt senken wir mal ganz sachte die Beine mit dem eingeklemmten Hohlkörper immer auf und ab. Ja, okay, wir starten mal gemeinsam. Knie sind angestellt. Hohlkörper unter Hand. Beine gehen hoch. Einklemmen. Hände liegen neben dem Körper. Ihr könnt den Kopf auch ablegen. Wer seine Halsmuskulatur trainieren will, hebt den Kopf ab. So, Friedrich bereit? Unser mein Team macht 8 Stück. Friedrichs Team 12. Achtung, wir senken die Beine ab, flach nach vorne und holen sie hoch. 1, 2, 3, 4. Nicht so schnell, Friedrich. 6. 7. 8. Ich steige aus. 9. Ziel ist die untere Bauchmuskulatur. Und geschafft. Perfekt. Weil gerade diese Muskulatur beim Sitzen wirklich richtig wegschwindet. Ja, wobei ich diesen Satz fast jede Woche sage, so viele Muskeln verschwinden beim Sitzen. Ist auch schön kaputt. Wie bitte? Ist auch schön kaputt. Ist er kaputt? Gut, okay. Also, ich habe meinen schon gecrasht. Ich greife dann wieder rum. Ich gehe rüber zu meinem Keramikhasen. Sollte euer Hohlkörper auch gelitten haben, dann lasst ihn weg, weil das sind vielleicht nur 70 Gramm oder 100 Gramm. Die Übung ist schon ohne Gewicht schwer. Friedrich, wir leiden noch ein bisschen weiter für euch. Hase macht Pause. Wir stellen die Knie an, nehmen die Hände nach vorn und wir gehen den Russian Twist. Ach, warte mal, wir nehmen die Handtücher dazu. Handtücher holen, ja? Die habt ihr jetzt wirklich so weit liegen. So. Arme sind vorn. Wir gehen gerade so nach hinten, dass wir uns gerade so halten können, bevor wir umfallen würden. Genau, Russian Twist, warte bitte. Mein Team macht 20, Friedrichs Team 28. Also mir sind es 10 pro Seite, Friedrich 14. Arme nach vorn, Kinn ist oben und wir twisten los. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9. Wir steigen aus. 6, 7, 8. Okay, ab geht's. Wieder runter. Lange Beine. Hohlkörper einklemmen oder ohne. Das spielt fast keine Rolle. Wir machen es der Spaß halber. Bereit? Mein Team 8. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 in Team Friedrich, 10. Noch 2, kommt, 11 und 12. Perfekt, wir kommen hoch. Kleine Pause, während wir uns zurechtschieben. Das gilt für alle, die Pause. Ja. Selbst das Hin und Her schieben des Körpers ist die Pause. So, Knie anstellen. Kinn geht hoch und wir twisten los. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 20, 2, 4, 6, 7, 28 und umkippen. Bumm. Griff nach dem Hohlkörper. Ja, Hohlkörper. Zwischen die Füße klemmen. Wer zu Hause einen kleinen Ball hat, geht auch. Ja, ein Tischtennisball, kleiner Tennisball oder ein kleiner Kinderball geht auch. So, und wir gehen runter. 1, du kannst ruhig tiefer. 2, wir kollidieren nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich bin raus, 10, 11 und Team Friedrich ist auch durch. Staunt man ja, wie schwer das ist, die Beine zu heben und zu halten. Ja? So, beide Hohlkörper wieder zurück an ihren Platz. So,
So, und letztes Mal Russian Twist. Friedrich, ans Gerät. Bereit? Und wir twisten los. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 20, 2, 4, 6, 7, 8. Perfekt. Wir bleiben am Boden. Wer einen Schluck trinken will, trinken einen kleinen Schluck. Willst du trinken? Nein. Okay. Dann rutschen wir beide noch ein kleines Stückchen da hinten. So, Dorian checkt die Kamera, ob wir drauf sind. So, das Handtuch brauchen wir erstmal nicht. Ihr geht in den Vierfüßler. Und jetzt geht es darum, aus dem Vierfüßler raus über Kreuz. Wir stützen es auf der linken Hand ab und auf dem rechten Knie. Das heißt, das linke Knie ist frei und die rechte Hand ist frei. Wir fangen an, wir rollen uns unter unserem Körper zusammen und strecken uns danach lang nach vorn. Immer wieder öffnen. Achte darauf, dass ihr auf die Matte schaut, den Kopf nicht in den Nacken. Die Halswirbelsäule ist die gerade Verlängerung der Brustwirbelsäule. Gehen wir noch ein kleines Stück rüber, Friedrich, nicht, dass die Corona-Polizei sich meldet. Ah, okay. So, also, linke Hand, rechtes Knie. Rechte Hand, linkes Bein ist frei. Wir rollen uns ein, Friedrich. Und wir strecken uns lang. Eins, zwei, Blick ist zwischen die Hände. Nur ich darf mal schauen, ob alles richtig machen. Der Rest des Teams bleibt dran, ja? Friedrich, Arm hoch, du bist zu tief und der Arm schön hoch, dass du die Schulterhöhe hast und hinten das Bein nach oben. Jawohl. Es geht bis 15, kommt. 12, 13, 14, 15 und locker. Ganz kurz hochkommen, Handgelenke ausschütteln. Einmal atmen, wir gehen wieder runter. Rechte Hand, linkes Knie stützen uns ab. Linke Hand unter den Körper, rechtes Knie hoch und wir strecken uns nach vorne lang. 3, 4. Achte darauf, dass die Bauchdecke drin ist. Schön den Bauch reinziehen, ja? Der Bauch ist keine Gürteltasche, der ist aktiv beteiligt. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und wieder atmen. Kurz Garderobe richten. Zweite Runde. Wir bleiben in der Übung. Hände aufstützen. Linke Hand, rechtes Knie stützt sich auf. Rechte Hand ist oben, linkes Knie ist oben. Wir rollen uns ein und wir gehen auf. 4, 5, 6, 7, 8, 9, alles gut? 10, jawohl. 11, 12, 13, vorletzter, 15. Kurz atmen. Okay. Zweites Mal, zweite Runde. Linke Hand ist oben, rechtes Knie ist das lockere. Achtung, wir rollen uns auf. Zack. Zack. 3, 4, 5. Sechster ist weg. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 und geschafft. Einen haben wir noch. Dann sind wir erstmal mit den Bodenübungen durch. Ich sag doch, die Schule fehlt. Hättest du eigentlich Lust auf Schule wieder? Dauert schon zu lange. Okay, Chance verpasst. Linke Hand stützt auf, rechtes Knie stützt auf. Rechte Hand ist locker und wir gehen lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kommt die letzten 4, 12, 13, 14, 15. Wenn ihr bei 12 endet, völlig okay. 15 sind ja das oberste Level. Ja, wenn ihr 14, 13, 12, 10 schafft, Minimum wären wenigstens 8, ja, dass der Rückenstrecker schön belastet ist. 8 wäre wichtig. Oder das niedrigste Level. So, rechte Hand stützt, linkes Knie stützt, linke Hand ist oben. Wir lösen uns und wir gehen lang nach vorne hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und wir gehen die letzten 3.
13, 14, 15. So, kommt alle hoch. Kleinen Schluck trinken. Die Matten beiseite, noch nicht. Wir brauchen sie nachher noch für die Liegestütz-Challenge. Ich hatte ja vielleicht so ein bisschen gehofft, dass der eine oder andere vielleicht mal ein Bild schickt oder mal schreibt, ich weiß gar nicht. Denkt mal dran mit der Challenge, dass ihr mal schreibt, ich bin dort und dort, ich habe das gemacht. Oder schickt uns mal ein Foto, wie ihr dieses Training macht. Ja, dass ihr euren Laptop, euren Fernseher, Hintergrund habt, dass wir einfach mal sehen, das Team Sachsen-Anhalt auch trainiert. Dass wir mit der AOK zusammen, mit Training für dich, mit Radio Brocken, ob wir euch irgendwie anfixen können, das ist ja wichtig. Und ob wir vielleicht eine kleine Routine bei euch entwickelt haben. Ja, dass ihr immer wieder sagt, okay, das ist mein Trainingstag, an dem Tag YouTube-Kanal von Radio Brocken an und trainieren. So, wir starten mit den Flaschen. Oder statt wir machen weiter mit den Flaschen. Ja, komm, ich bin der Vati, ich bin alt und schwach. Du bist noch jung und frisch. Naja, du bist ja erst 15 Jahre auf der Welt. Also wie fühlst du die Geburt erst gestern gewesen, ja? Ich sage euch, wenn die Kinder aufwachsen, ja nicht zu lange weggucken. Ja? Einmal zu lange weggedreht, dreht man sich zurück, sind schon nur 5 Jahre vergangen. Ja, deswegen immer schön ein Auge drauf werfen, Gespräche führen. Lieber nicht Jugendliche hassen das. Wenn man die ganze Zeit beobachtet wird und auf einen aufgepasst wird, das ist nicht schön. Hört nicht drauf, was er sagt. Also eure Kinder in meinem Alter werden euch dankbar sein. Das klären wir später. Ich warte auf den Satz. Gut, dass es früher zu streng war. Ich weiß es besser. So, Achtung, Hellboy, hat man letzte Woche. Gab 2, 3, 4, 5, 8 Kommentare. Oh, meine Arme kriegen nicht mehr hoch. Kurz zur Wiederholung, also die Flaschen bleiben immer auf Stirnhöhe, nie Augenhöhe. Wir gehen auf, wir gehen hoch, wir gehen runter, wir gehen zu. Das ist der Ablauf. Die Bauchdecke ist angespannt. So, Achtung, wir gehen auf, wir gehen hoch, wir gehen runter, wir gehen zu. 2, mein Team macht 12, Friedrichs Team macht 16. 5, 6. 7. Der Blick folgt den Flaschen oder den Hanteln. 9. 10. 11. Ich steige aus. 14. 15. Und 16. Beine machen noch Pause. Wir stellen die Arme raus. Wir gehen in den Oberarmcurl. Ja, 20 Sidecurls, 20 Frontcurls. Bereit für dich? Spannung. Und wir gehen zur Seite hoch. 2. 3, 4. Wir hatten ja schon 2 Beinübungen. Ja, wir hatten ja vorhin das Frontheben mit dem Ausfallschritt und den Griff nach dem Hasen. Ja, kommt Leute noch. Wir sind bei unter 7 Stunden bis Mitternacht, dann ist Ostern vorbei. Und dann ist es nur noch eine Woche. 6 Tage bis zum 20.04. Der Tag, der eventuell die Veränderung bringt. 19, 20. Wir wandern nach vorn. Bauch geht rein, Brustkorb hoch, Kinn hoch und 20 Frontcurls. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bleib ruhig, Friedrich. 18, 19, 20. Und hoch die Arme, ab. Flaschenhals, Flaschendeckel an die Stirn. Und wir gehen auf, wir gehen hoch, wir gehen runter, wir gehen zu. Mein Team 12. Team Friedrich 16. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Noch 2 bei mir. 11. 12. Ich gehe raus. 13. Stirnhöhe die Flasche, Stirnhöhe, du bist Vorbild, komm. Jawohl, und locker. Durchatmen. Besser, ja. Ja, naja, gucken alle nach dir. Wenn Sachsen-Anhalt falsch trainiert, bist du schuld. So, Arme Seite rausstellen. Ich habe große Ab geht's, komm, wir gehen hoch. 1, 2, Sidecurls, 3, Sidecurls, 4, 5. 6, die Bauchdecke rein. Die Rumpfmuskulatur ist aktiv beteiligt. Rein in den Bauchnabel. Ja, das kann ruhig ein bisschen schmerzen. Ja, auch wenn da vielleicht die ganzen Ostereier, Lammbraten und ganzen Torten über dem Bauchnabel, über den Bauchmuskeln hängen. Muskeln sind da, wo es leicht versteckt. 19, 20 und 20 Frontcurls. Ab geht's. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, noch 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und die Arme ausschwingen lassen. Mal gucken, ob du das richtig machst. So, Hände gehen an die Stirn. Konzentration. Achtung, wir ziehen auf. Wir gehen hoch, wir gehen runter, wir gehen zu. Zweite Runde. Dritte Runde. Vier. Und der Blick folgt der Hantel. Fünf. Sechster. Sieben. Acht. Neun. Zehn sind weg. Vorletzter mein Team. Zwölf. Und die letzten vier mit Friedrichs Team. 14. 15 und 16 und die 20 Stück oder 40 sogar in Summe für den Oberarm, Bizeps vorn, Bizeps seitlich. Achtung, wir gehen zur Seite raus, die Hände zeigen ganz dolle vom Körper von der Seite an die Seite weg. Die Oberarme sind am Short angenäht und wir gehen locker hoch. 2. Also ich rate jedem, wer jetzt sagt, das ist so eine Sache, die gefällt mir ganz gut, kauft euch mal so ein paar 2 bis 4 Kilo Hanteln. Es gibt Übungen, da sind die vielleicht ein bisschen zu schwer manchmal. Auch da setzt dann auch eine Konditionierung ein. Aber auch Übungen, die zu leicht sind, ja, wie diese Brustmuskelübung aus letzter Woche. Aber wenn man sich darauf festlegt, auf die Hanteln, da kann man richtig viel mitmachen, auch viel dem Körper mitgeben. Dazu noch einmal die Woche laufen gehen, dann hat man eine schöne Sportwoche weg. Und wir steigen aus und gehen nach vorn. Also einmal laufen, einmal Krafttraining, 20 Frontcurls. Ab geht's. 2, 3, 4, 5. Die Oberarme sind ganz fest am Körper. Ja, rutscht nicht zusammen, bleibt schön oben. Hoch den Körper, hoch den Brustkorb. Und wir haben 10 weg. 11, 12, 13, 14. Arme aufmachen, schön die Arme lang. Ja, genau, nicht so schnell. 17, 18, 19, 20. Geht nicht um Zeit, geht um die richtige Ausführung, dass der Muskel schön benutzt wird. So, Flaschen weg. Liegestütz-Challenge. Team Sachsen-Anhalt bereit. Mein Team macht 6-5-4. Nein, wir machen 7. Wir machen heute mal 7. 7-5-4. Friedrichs Team macht 8-7-6. Nein, 8-7-6. So, Friedrichs Team macht wieder die schwere Version. Mein Team macht die mit den aufgesetzten Knien. Nochmal zur Erinnerung, aufgesetzte Knie heißt, Becken fällt nach vorn, die Hände sind unter der Brust und wir gehen schön zur Seite weg. Ja. So, bereit Friedrich? 7, 5, 4 mein Team, 8, 7, 6 bei Friedrich. Alle bereit? Wir gehen runter. Erstmal 7 Stück. 1, 2, 3, nicht so schnell, 4, 5, 6, 7, 8 bei Friedrich, sehr gut. Zweite Runde, mein Team macht 5, Friedrichs Team macht 7. 8, 7, 6 hast du. Ich habe 7, 5, 4. Ja, wir machen 5, Friedrichs Team macht 7. Achtung, wir gehen runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurz die Handgelenke entlasten, Hände ausschütteln. Ich muss ja meinen Sohn ein bisschen auch rannehmen, dass der auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden seinen Körper nicht vernachlässigt. Natürlich neben der Schule, keine Frage. Ja, aber wie sagt man so gut, auch in einem gesunden Körper muss ein gesunder Geist wohnen, sonst hat es ja keinen Sinn. Ja. So, Friedrich, ab geht's, du machst 6, wir machen 4. Und wir legen los. 1, 2, 3, wir sind durch. Sehr gut. Corona-Gruß. Also wir hatten 7, 5, 4, sind schon 16. 8, 7 sind 15, plus die 6 sind 21. Das ist natürlich für jeden, für den einen ist es eine Monsterzahl. Für den anderen, ich mache 21 den Tag, das ist mein Warm-up am Morgen.
Aber wir wollen ja alle mitnehmen, dass wirklich alle so ein bisschen versuchen, sich dran zu messen. Schickt uns eure Zahlen, messt euch mal selber. Wer ist in meinem Team, wer ist in Friedrichs Team? Vielleicht können wir mal gucken, wie ist dort die Gewichtung? Folgen mehr mir, folgen mehr Friedrich? Mal gucken. Okay, wir gehen in die Dehnung. Matten beiseite. Wir heute bleiben nur im Stehen, dehnen im Stehen. Also gemessen, wenn ich jetzt an mir selber messe, ich habe geschwitzt, mir ist warm. Ich fand es angenehm anstrengend. Ja, es soll ja nichts sein, was euch den Montagabend verdirbt. Es soll ja etwas sein, dass ihr an euch selber merkt, aha, mein Körper hat sich bewegt, war aktiv. Und ich merke jetzt für gewisse Muskelgruppen, wo ich Schwächen habe, ja, wie voll mit den Beinen absenken. Ja, das ist für viele eine Schwäche, weil das Muskeln sind, die wir kaum benutzen. Oder man merkt eben, okay, das macht Spaß, ich packe mir noch ein paar Gewichte drauf und gehe mal ein bisschen ans Limit. Ja, im Augenblick sind ja alle Fitnessstudios zu, deswegen haben wir ja diesen Deal gemacht mit unseren Partnern. Brocken, AOK, Training für dich, um das so ein bisschen vielleicht zu publik zu machen. Ja, auch wenn das vielleicht dabei ist. Wer kann, es gibt ja auch eine Fraktion, die nicht gerne in Studios geht, aber findet euch zu kleinen Gruppen. Ja, nehmt euch vielleicht auch einen Trainer und trainiert zusammen, die machen mit euch tolle Sachen. Es muss nicht immer drinnen sein. Auch draußen kann man sich ordentlich auspowern. So, bereit für dich? So, wir starten mal ganz locker. Großer Ausfallschritt, diesmal nicht als Kraftübung. Ich drehe mich mal zur Seite. Also, mir fallen. So, wir gehen mal nach vorne und schieben hinten die Ferse sanft Richtung Boden, dass ihr einen Zug in der Wade habt. Ihr könnt euch vorne gerne abstützen oder festhalten. Beide Zehenspitzen nach vorne stellen für dich. Dreh mal deine Ferse, ja genau. Und hinten geht die Ferse schön runter. Und wir lösen auf, wir wechseln. Langer Schritt. Und wir schieben hinten die Ferse zum Boden, dass die Wade lang gezogen wird. Ganz leicht. Versucht lang und tief zu atmen, dass ihr zur Ruhe kommt. Und locker. Das Ganze nach vorn. Wir legen die Hände aufs linke Knie. Ich gehe mal ein Stück hinter. Stellen die rechte Ferse auf. Jetzt gehen beide Hände rüber aufs rechte Knie und wir wandern mal so ganz sanft das Schienbein runter, bis hier hinten ein Zug entsteht. Ja, wer sehr gelenkig ist, kommt auch vorne an die Zehenspitze ran. Ja, es reicht vollkommen aus. Da, wo ihr merkt, da ist ein Dehnungspunkt, da haltet ihr euch fest. Der ist bei jedem individuell. Ich komme bis vorne, obwohl ich relativ groß bin. Ja, und dann nehmt ihr den Blick auf das Knie und zieht euch dem Knie entgegen, dass ihr hier einen schönen Zug habt im Bandapparat des Knies. Upsala. Und locker. Wir gehen wieder runter, beide Hände auf dem rechten Knie, linke Ferse aufstellen. Kurz konzentrieren, dass er nicht umkippt, wie ich eben. Wir gehen rüber aufs linke Knie, schleichen das Schienbein runter, greifen nach der Zehenspitze und ziehen uns ganz sanft mit der Stirn Richtung Knie. Ihr müsst dort nicht ankommen, nur die Zugrichtung zählt. Und wir kommen langsam nach oben. So, wir gehen mal ein bisschen breiter in die Schrittlänge. Atmen mal ein ganz tief. Und ins Ausatmen lassen wir uns mal Sektor für Sektor der Wirbelsäule nach vorne fallen. Also wir legen zuerst das Kinn auf die Brust. Dann kommt die Brustwirbelsäule und dann lassen wir uns ganz leicht nach vorne fallen und hängen mal locker durch. So, und jetzt wird weiter geatmet. Und wir wandern mal rüber. Linker Fuß, Mitte, rechter Fuß. Und dabei so eine ganz leichte Ausfederbewegung und nicht die Luft anhalten, es wird weiter geatmet. Ganz locker atmen, atmen. Ja, versucht man wirklich, die Schultern werden immer länger. Ja, und mittlerweile kommen auch schon die Fingerspitzen am Boden an. Ja, manche können schon den Handrücken auflegen oder die Handflächen. Immer von Schuh zur Mitte zum Schuh. Und wir stoppen in der Mitte und rollen uns ganz langsam nach oben auf. Oh. So, Garderobe richten. Linker Fuß nach vorn, den rechten hinter den rechten Schuh hinter den linken Schuh oder Fuß stellen. Der rechte Arm geht hoch, der linke ist ganz locker. Und jetzt ziehen wir mal im Einatmen nach oben schräg in die Ecke. Achtung, wir atmen ein und ziehen schön nach oben, lang nach oben. Und wir gehen runter und atmen aus. Wieder 90 Grad halten. Wieder einatmen und lang nach drüben ziehen, schön rüberziehen, dass ihr hier einen Zug habt und zurück. Noch einmal so ein langer Zug, lang rüber, wieder zurück
Wir gehen noch einmal hoch, bleiben dann oben und federn 12 Mal. Wir gehen hoch, einatmen, bleiben oben und wir ziehen. 1, 2, 3, 4. Schön übergreifen. 7, 8, 9, 10. Vorletzter, 12. Arm runternehmen und locker ausschwingen. Und wenn ihr jetzt mal in euch reinhorcht, habt ihr das Gefühl, die Schulter wäre höher als die, ja? Das gleichen wir gleich aus. Rechter Fuß vor, links hinter rechts. Linker Arm 90 Grad. Wir atmen ein und ins Einatmen geht der Arm rüber. Achtung, wir atmen ein. Und schön ziehen. Und ausatmen nach unten. Und nochmal einatmen. Lang ziehen, dass hier ein Zug entsteht. Immer länger, länger, länger. Ausatmen und zurück. Lass dir Zeit, friedlich, genieß das mal. Und letzter langer. Und ausatmen und locker. Wir gehen noch einmal hoch und oben bleiben und die 12 kurzen. Achtung, wir atmen ein. Und ziehen 12 Mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vorletzter 12. Und lassen den Arm locker ausschwingen. So, Füße schließen. Auch hier wieder der Hinweis. Dehnen mindestens 10 Minuten. Ja, auch wenn ihr normal draußen Sport treibt, wenn ihr joggen geht, vergesst nicht, dass die Beweglichkeit ein ganz wichtiges Element ist zum Thema Mobilität im Alltag, Verkürzungen und Disbalancen im Körper. Alles so Sachen, die wichtig sind. Macht euch da mal schlau drüber. Auch so kräftige Kerle wie ich, Gymnastik ist wichtig. Wirklich wichtig. So, wir atmen ein. Schultern gehen weit zurück. Hände gehen weg vom Körper. Und wir atmen aus und lösen die Spannung. Wir wünschen euch eine schöne Woche nach Ostern. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es wieder draußen weitergeht. Wir verlosen, wie gesagt, die AOK-Sets und das Handtuch zwischen allen, die kommentieren und zwischen allen, die uns weiterleiten, uns empfehlen, die uns liken. Wir informieren euch. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Dienstag, einen schönen Montagabend. Bis noch dann, Friedrich? Ich ja. Macht's gut. Tschüss. Au revoir. Das Radio Brocken Wohnzimmer Workout. Ran. Das rechte Bein nach hinten. Schön weit nach vorne schieben. Die letzte Runde auf links. 3, 4. Lang nach oben. Gemeinsam fit bleiben in der größten Sportgruppe Sachsen-Anhalts. Das Radio Brocken Wohnzimmer Workout.